Diese speziellen deutschen Windturbinen können je nach Windgeschwindigkeit mehrere tausend Kilowattstunden an Strom pro Jahr liefern und überleben sogar Orkanwinde bei 122 Kilometer pro Stunde. Und das System rechnet sich unseren Prognosen nachzufolge ohne Probleme. Wirklich genial an Kleinwindkraft ist, dass das hohe Windpotenzial besonders in den Herbst- und Wintermonaten gegeben ist, also dann, wenn Photovoltaik tendenziell eher schwächer ist. Ein Verbundsystem schafft Autarkiegrade von knapp 80%. Bei den Strompreisen von 2023, die gerne 30 bis 50 Cent pro Kilowattstunde betragen, ist das also eine interessante Option. Doch was gibt es genau zu beachten? Wann lohnt sich Kleinwindkraft wirklich? Welche Systeme sind sinnvoll und was ist vielleicht sogar Betrug? Wir haben diese und weitere Kleinwindkraftanlagen genau analysiert und erklären alles, was man wissen sollte. Kleinwindkraft kann sich definitiv lohnen. Das beweisen viele Hersteller schon seit einigen Jahren. Einer davon ist der in Portugal ansässige Hersteller Rules Electrica. Die Fertigung findet zwar in Portugal statt, allerdings wird die Firma von einem deutschen Management geführt. Das Unternehmen wurde vor knapp 30 Jahren als Hersteller für Kabelbäume, für Aufzüge und diverse elektrische Anlagen gegründet. Die Kleinwindkraftsparte mit dem Namen Silent Wind entstand vor knapp 12 Jahren. 2010 erschien das erste System der Firma mit 400 Watt Nennleistung auf dem Markt. Konzeptioniert wurde es von einem deutschen Entwickler. Eng zusammengearbeitet wurde bei der Entwicklung des Systems allerdings mit Hochschulen wie zum Beispiel der in Braga in Portugal, aber auch mit der Uni Braunschweig. 2019 löste allerdings die überarbeitete Produktlinie Silent Wind Pro das Vorgängermodell Silent Wind 400 Plus ab. Überarbeitet wurde vor allem der Generator. Der Rest blieb mehr oder weniger ungefähr gleich. Im Fokus stand besonders der MPPT-Laderegler, also der Maximum Powerpoint Tracking-Laderegler. Den Begriff kennen wahrscheinlich viele von der PV-Anlage. Das Spannende, die Silent Wind Pro-Anlage gibt es tatsächlich sogar direkt im Verbund mit einem Solarsystem zu kaufen. An den Hybrid-Laderegler der Firma kann man problemlos 300 Watt Solarmodule anschließen. Der Laderegler kann nun mittels hauseigener App der Firma, welche sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist, programmiert und überwacht werden. Doch was kann das Silent Wind System nun genau? Das offensichtlichste Markenzeichen dieser Kleinwindkraftanlage ist das blaue Rotorblatt. Dieses hat nicht nur einen ästhetischen Nutzen, sondern auch einen funktionalen Effekt. Die Farbe schützt die handlaminierten Kohlefaserflügel vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne. In Verbindung mit Sauerstoff wird Kunststoff durch UV-Strahlung porös. Verantwortlich ist dafür der Effekt, dass UV-Strahlung die Bindungselektronen in den langen Molekülketten von Kohlenstoffen anregt. Dadurch werden die chemischen Verbindungen aufgespalten. Wie verheerend dieser Effekt sein kann, weiß wohl jeder, der bereits verwitterte PE-Folien vom Dach oder Teile von Outdoor-Kinderspielzeug nach jahrelanger Sonneneinstrahlung in der Hand hielt. Die Kleinwindkraftanlage hat eine Rotorfläche von knapp 1,04 Quadratmeter, eine horizontale Rotationsachse und besitzt drei Flügel. Verfügbar ist die Turbine in drei Ausführungen, eine 12 Volt, 24 Volt und 48 Volt Variante. Die Nennleistung beträgt je nach System 420 bis über 500 Watt. Erreicht wird diese Nennleistung wie üblich bei knapp 11 bis 13 Metern pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Doch um das mal ordentlich einzuordnen, diese Werte wird man in der Realität kaum erreichen. Wie aus den Karten des Deutschen Wetterdienstes und anderen seriösen Quellen hervorgeht, beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Deutschland knapp 2 bis 5 Meter pro Sekunde. Natürlich wird nahezu jeder Standort auch mal über 10 Meter pro Sekunde erreichen, bei Sturm gerne sogar 50 bis 60 Meter pro Sekunde. Allerdings sind solche Spitzenwerte für eine ordentliche Ertragsprognose unseriös. Doch wie finde ich nun heraus, ob sich dieses System für mich wirklich finanziell lohnt? Um eine grobe Wirtschaftlichkeitsanalyse aufzustellen, müssen wir die Lebensdauer der Turbine mit dem möglichen Ertrag am jeweiligen Standort und dem aktuellen und zukünftigen Strompreis verrechnen. Bei der Ertragsprognose ist gleich doppelt Vorsicht geboten. Viele Interessenten für Kleinwindkraft überschätzen das Angebot an Wind häufig sehr stark. Als Faustregel gilt, dass sich Kleinwindkraft ab einer Windgeschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde lohnt. Bemessen ist dieser Wert an dem Branchendurchschnitt der Kosten einer Kilowattstunde Leistung. Doch diesen recht niedrig klingenden Windgeschwindigkeitsmittelwert erreichen trotz Vermutung vieler nicht gerade viele Standorte in Deutschland. Schuld an dieser Vermutung ist fernab vom Bauchgefühl häufig die Missinterpretation vieler Wetterkarten. Nicht nur stellen diese den Wind nur selten in Bodennähe dar, auch sind die Daten viel zu ungenau und überhaupt nicht für eine Wirtschaftlichkeitsprognose einer Kleinwindkraftanlage vorgesehen. Hier zum Beispiel wird gerade angezeigt, dass selbst inmitten von Berlin, also in dicht bebauten Gebieten, Windgeschwindigkeiten von über 4 Metern pro Sekunde erreicht werden. Würden wir allerdings genaue Messungen am Boden vornehmen, am besten vielleicht noch im eigenen Vorgarten, würde man in solchen Gegenden weit darunter liegen. Das Problem ist, dass Gebäude die Bildung von Winden unterbinden, entstandene Winde bremsen und sogar Turbulenzblasen erzeugen.
Die ordentlichen, kräftigen, laminaren Windströme, welche sich bestens für Windkraft eignen, sucht man auf Hausdächern in der Innenstadt vergeblich. Diese Umstände berücksichtigen solche Wetterkarten allerdings nicht. Wir würden bezüglich Wetterkarten empfehlen, diese nur als Ausschlusskriterium zu nutzen, nicht aber zur Validierung eines Standortes. Für eine ordentliche Ertragsprognose muss eine Windgeschwindigkeitsmessung her, die am besten ganze 12 Monate andauert. So sind saisonale Schwankungen in den Ertragsprognosen berücksichtigt. Kommt hier ein positives Ergebnis raus, geht es dann darum durchzurechnen, welches System wirklich finanziell sinnvoll ist. Wichtig ist, bei der Windgeschwindigkeitsmessung nach hochwertigen Anemometern bzw. Windsensoren zu suchen. Grobe Messunsicherheiten multiplizieren sich in der Ertragsprognose auf und können zu großen Fehlern führen. Empfehlenswert ist laut Kleinwindkraft-Marktreport 2022 das Equipment von Logic Energy aus Schottland. In diesem Sinne übrigens, da viele Firmen, Hersteller und Co. aus dem Feld der Kleinwindkraft wirklich schwierig zu finden sind und nicht immer eine ordentliche Webpräsenz haben. Hier auf dem Kanal präsentieren wir in Zukunft noch weitere finanziell sinnvolle Systeme, warnen aber auch vor unrentablen Fehlgriffen. Wenn du kommende Videos über Kleinwindkraftsysteme auf gar keinen Fall verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Es lohnt sich. Doch zurück zum Thema. Ist das Windangebot ermittelt, kann man diesen Wert ganz einfach mit der Ertragskurve eines beliebigen Windkraftsystems verrechnen und hat einen ordentlichen Richtwert. So zumindest in der Theorie. In der Praxis ist ein wenig Vorsicht geboten. Man darf nicht einfach die Durchschnittswindgeschwindigkeit mit dem Wert der Leistungskurve eines Windkraftsystems verrechnen. Das Problem: Die Durchschnittswindgeschwindigkeit liefert keinerlei Auskunft über die Verteilung der Windgeschwindigkeiten im Jahresmittel. Wer mit Statistik zu tun hatte, wird diesbezüglich mit Sicherheit noch die Begriffe Varianz und Standardabweichung im Kopf haben. Ein Beispiel. Standort A hat durchgehend 4 Meter pro Sekunde Wind, Standort B die Hälfte der Zeit 8 Meter pro Sekunde und die andere Hälfte gar kein Wind, also 0 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Das Verblüffende, Standort B liefert, obwohl beide exakt die gleiche Durchschnittswindgeschwindigkeit haben, doppelt so viel Strom wie Standort A. Das liegt daran, dass mit der Verdopplung der Windgeschwindigkeit der Energiegehalt des Windes um den Faktor 8 ansteigt. Sprich, die Leistungs- sowie Ertragsprognose eines Kleinwindkraftsystems in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit wächst kubisch. Natürlich ist das Rechenbeispiel von Standort A und B in der Praxis nicht so ausgeprägt. Die Werte der Windgeschwindigkeit häufen sich meist um den Durchschnitt. Allerdings ist eine simple Rechnung im Sinne der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit mal Leistung mal Zeit dennoch absolut irreführend. Je nach Annahme können gänzlich andere Ertragsprognosen aus einem und demselben Datensatz entstehen. Zum Glück haben einige Hersteller dieses Problem bereits erkannt. Das Problem ist irrelevant, wenn der Hersteller sich bereits im Mittel an diese physikalischen Phänomene angenähert hat. So findet man zum Beispiel bei den Braunwindkraftanlagen, aber auch bei Icewind entsprechende Übersichten, wie viel Strom man bei welcher mittleren Windgeschwindigkeit erwarten darf. Im Zweifel hilft einem aber auch sicherlich gerne der Hersteller weiter. Keine Kleinwindkraftanlage wird daran scheitern, dass man kein Integral über die Leistungskurve bilden kann. Außerdem, nochmal kurz angemerkt, greifen wir die meisten sinnvollen Systeme in kommenden Videos sowieso auf. Wie sehr also lohnt sich Silent Wind und ist das System konkurrenzfähig? Die Kleinwindkraftanlage Silent Wind liegt mit einem Preis von knapp 2.150,04 Euro im Verbundsystem mit 2 PV-Modulen vollkommen in der Norm für rentable Kleinwindkraftsysteme. Natürlich gibt es die Anlage aber auch einzeln für ein paar hundert Euro weniger. Zum Vergleich, pro Kilowatt Nennleistung darf man mit einem Preis von 3.000 bis 9.000 Euro für eine hochwertige Kleinwindkraftanlage rechnen. Silent Wind gehört hier eher zu den wirklich günstigen Systemen. Und auch unsere kurze Prognose bezüglich der Wirtschaftlichkeit lässt keine bösen Überraschungen vermuten. Wer also ein geeigneten Standort besitzt, wird mit diesem System definitiv keinen Fehler machen. In diesem Sinne besonders spannend, die Kleinwindkraftanlage wurde erfolgreich auf Sturmsicherheit nach Norm DIN EN 614002 für Kleinwindkraftsysteme getestet. Solch ein Zertifikat erreichen nur wenige Anlagen. Kritik gibt es aus unserer Sicht an dem Produkt also nicht, nur Bedenken bezüglich der Standorte in Deutschland. Bedingungslos empfehlen können wir das System allerdings so oder so für Segelbootbesitzer. Aber das ist ja nicht für alle relevant. Spannend wird jedoch die Kleinwindkraft so richtig, wenn aufgrund geringer Herstellungspreise die 4 Meter pro Sekunde Regel hinfällig wird. Sprich, kostet eine Kleinwindkraftanlage einfach nicht mehr so viel wie jetzt, müssen die Erträge für eine Wirtschaftlichkeit auch logischerweise nicht mehr so hoch ausfallen. Sehr interessant könnte diesbezüglich die Elvis-Windkraftanlage sein. Sie kostet nur knapp 100 bis 500 Euro und liegt damit weit unter dem Branchendurchschnittspreis für den Stückpreis eines Windkraftsystems. Aber lohnt sich das System wirklich finanziell oder ist es mehr eine Art Spielerei für Liebhaber? Wir haben das ganz genau geprüft. Diese Frage haben wir in einem anderen Video bereits ausführlich geklärt. Wenn du mehr über diese super günstige Windkraftanlage erfahren möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um Updates und neue Videos nicht zu verpassen.